So, Frau Merkel, die Umzugskartons sind da. Ja, dann können wir einpacken. Alles klar. Das ist Johannes Schlüter, Hausmeister im Kanzleramt. Mit dem Auszug von Angela Merkel steht für ihn in den nächsten Wochen eine Menge Arbeit an. Mann, hat die Merkel ein Zeug angehäuft in den 16 Jahren. So eine Messi-Eule, ey. Hallo. Aber bis Frau Merkel auszieht, das dauert schon noch ein bisschen, oder? So Koalitionsverhandlungen, die ziehen sich. Ja, kann sein, dass sie sogar Silvester doch noch arbeiten muss. Ne? Also Neujahrsansprache und so. Hier, den Sekt brauchen wir doch nicht, den kannst du zurückgeben. Ja, die ist deswegen auch stinksauer, die will echt nicht mehr. Och, Frau Merkel! Eine weitere wichtige Aufgabe. Entsprechend den Machtverhältnissen müssen viele Räume des Kanzleramtes neu gestrichen werden. Ja, aber ich weiß auch gar nicht, welche Farben ich da überhaupt brauche. Je nachdem, ne, ob das jetzt eine Ampel wird, dann brauche ich ja rot, gelb, grün oder halt Jamaika das gleiche mit schwarz. Ja, jede Menge schwarz gekauft, aber ich glaube, so viel brauchen wir gar nicht. Und außerdem hat der Christian Lindner gesagt, es ist besser nicht zu streichen, als falsch zu streichen und ich soll doch lieber tapezieren. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hallo, Frau Merkel? Ich höre Sie nicht. Can you hear me now? Ja. Das ist ganz weg. Kein Netz hier. Na gut, kein Festnetz. Ja, Merkel? Ja, hallo. Ich wollte fragen, diese Digitalisierungspläne, die keine Sau gelesen hat, sind die im linken oder im rechten Schrein? Ich kann links und rechts nicht mehr unterscheiden. Ja, dann wird's aber höchste Zeit, dass Sie hier ausziehen, was? Und was ist das hier jetzt? Das hier, das ist der Südflügel, der wird gar nicht mehr benutzt. Also das Letzte, was hier passiert ist, war, als vor 16 Jahren dieser supergeniale Wissenschaftler, der Merkel erklären wollte, wie man den Klimawandel ganz leicht stoppen kann. Ja, und dem habe ich gesagt, der kann hier ruhig warten. Und dann... Ach du Scheiße. Und hat Frau Merkel jetzt Zeit für mich? Ja, gleich. Um den alten Zausel soll sich mal der nächste Kanzler kümmern. Johannes Schlüter. Ein Mann bereitet das Kanzleramt auf den nächsten Kanzler vor. Eine Zuschauerin klickte hier, um mehr von Extra3 zu sehen. Das Ergebnis verschlug ihr den Atem. Ein Zuschauer hat den Extra3-Kanal abonniert. Bei Sendung 4 musste er weinen. Eine Zuschauerin aktivierte die Glocke, um nichts mehr von Extra3 zu verpassen. Was dann geschah, veränderte ihr Leben.